Ich bin Norn, geboren im wilden, freien Zittergipfelgebirge. Mein Leben ist die Jagd. Im Norden bekämpfte mein Volk unseren Erzfeind, Jormark, einen Drachen von Frost und Schnee. Der Drache brach unseren Stolz, nicht aber unseren Kampfgeist. Kurz vor unserem Ende sprachen vier Geister der Wildnis zu uns. Bären, Rabe, Schneeleopardin und Wolf. Sie riefen uns südwärts, fort vom sicheren Tod. Wir errichteten die große Halle von Holbrak und suchten uns neue Jagdgründe. Manche raten vom Kampf gegen Jormark ab. Ich sage, das größte Wagnis ist es, nichts zu wagen. Eines Tages wird ein Held uns heimführen und den eisigen Griff des Drachen brechen. Wie jede Beute muss man den Sieg jagen. Mein Instinkt, die Stimme meiner Seele, weist mir den Weg. Wie meine Ahnen vor mir strebe ich nach Ruhm. Eines Tages wird mein Platz unter den Helden der Norn sein. Die Geister der Wildnis flüstern mir ihre Geheimnisse zu. Ich gehe, wohin Schicksal und Instinkt mich führen, denn sie haben mich nie irregeleitet. Ich bin noch unerprobt, doch meine Taten haben mir schon Freundschaft und viel Respekt eingebracht. Jedes Jahr wird in Holbrak eine große Jagd veranstaltet. Nur die Besten werden eingeladen. Mit Tapferkeit und etwas Glück sammle ich Trophäen und beweise mich. Dann trinke ich und prahle mit meinen Siegen. Ich nehme die Herausforderung an. Ich genieße sie. Kommt Gefahr und Abenteuer. In den Hütten und Hallen meines Volkes werden das Schicksal und die Geister meine Legende segnen. Das ist meine Geschichte. Und damit ganz herzlich willkommen zu Guild Wars 2 aus dem Hause NC Soft. Hochgelobt und viel gepriesen und gerne verglichen mit World of Warcraft, und deswegen habe ich es mir geholt, weil ich mir das hier mal anschauen will. Ja, Charakter habe ich mir erstellt. Wir spielen eine Nornjägerin. Wir machen das, das Startgebiet schauen wir uns an. Startgebiete finde ich ja irgendwie immer ganz toll, ne? Da muss man nicht so ewig spielen und kann trotzdem alles sehen. Ja, ich bin auf jeden Fall angewiesen hier auf eure Hilfe, denn ich kenne das Spiel gar nicht. Ich habe es zwar angespielt, denn bei so einem MMO macht es überhaupt keinen Sinn, wenn man hier mit null startet und von nix eine Ahnung hat. Deswegen habe ich es mir schon mal angeschaut. Charakter ist erstellt, ne, wie ihr hier seht. Das ist die gute Lyra Crown, die gutste, hier eine Jägerin. Allein die Charakterstellung, also da konnte man ja eben Stunden mit verbringen, wenn man denn wollte, was das nicht alles einzustellen gab. Nasenbreite, Nasenfläche, Kinnhöhe, Schlag mich tot, ohne Ende Frisuren. Also da hätte man jetzt schon einen halben Tag mit verbringen können. Das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr geil. So, wir haben einen Schneeleoparden im Gepäck. Jetzt will ich erst mal gucken hier. Genau, Karte mit M. Ich habe keine Ahnung so richtig, wo wir hier sind. Aber das werden wir rausfinden. Okay, hier oben sind die Quests. Das ist anscheinend hier die persönliche Quest, die man da verfolgt. Man kann ja am Anfang bei der Charaktererstellung ein paar Sachen auswählen, um sich ja seine persönliche Geschichte zu erstellen. Das habe ich gemacht. Kann man die eigentlich irgendwo nochmal nachlesen? Bei Helden vielleicht? Ah, hier, meine Geschichte. Ich bin Lyra Crown. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma. Die Schneeleopardin ist der Geist, der mich leitet, und sie lehrt uns, dass man manchmal ernst und manchmal ausgelassen sein muss. In gefährlichen Situationen höre ich auf meine Intuition und meinen Instinkt.
Und doch war ich in der Vergangenheit töricht. Ich habe Romex Horn, ein antikes Erbstück mit magischen Eigenschaften, bei einem Kräftemessen aufs Spiel gesetzt und verloren. Ich war übermütig, doch ich habe vor, es mir zurückzuholen. Ich bin eine Waldläuferin und ich habe einen Schneeleoparden, der an meiner Seite kämpft und mich beschützt. Dies ist meine Geschichte. Ja, schön. Wir sind auch hier in Blau, passend zur Augenfarbe. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Also hier oben sind die Sachen fürs Pet. Ich weiß gar nicht, macht das Pet das automatisch mit dem Angreifen oder muss ich dann da irgendwas Wildes machen? Gut, wir werden es sehen. Und hier haben wir den ersten Spell, Abprallen. Lasst eure Axt zwischen mehreren Gegnern hin und her fliegen. Okay, also ich weiß, hier unten, die werden freigeschaltet, indem man hier mit dem ein bisschen kämpft. Dann kriegt man automatisch die anderen dazu. Mal gucken. Jo, ich habe eine schicke Axt und das war's. Man kann noch ein zweites Waffenset ausrüsten. Das habe ich inzwischen auch mitgekriegt. Ab Stufe 7 geht das. Ja, reiten und fliegen kann man leider irgendwie anscheinend nicht. Also, hier drüben. Ich komme gleich, meine Liebe. Ja, reiten und fliegen kann man leider anscheinend nicht, was sehr schade ist, weil ich bin ein Dingenskirchens nur, ne? Ich bin eine Mount-Verrückte. Jäger und Sammler bin ich, genau. Und zwar von Reittieren jeglicher Art. So, ja, wenn ich das Spiel hier selber mit WoW vergleichen sollte, das liegt nicht in meiner Absicht, falls euch das irgendwie stört, aber es ist natürlich naheliegend, weil WoW halt mein Spiel ist. Aber ich kann jetzt eigentlich schon sagen, nach dem kurzen Anspielen, dass sich die Vergleiche mit World of Warcraft eigentlich nicht so wahnsinnig verstehen kann, weil das ist eigentlich ein ganz anderes Spiel hier. Ich meine, sicherlich, das hat auch diese ganz normalen MMO-Elemente hier, aber das Kampfsystem ist auf jeden Fall komplett anders, Quests sind auch komplett anders, man wird also hier irgendwie anscheinend nicht durch die Welt geleitet per Quest, sondern die muss man sich hier wirklich suchen. Also es ist ein ganz anderes Spiel und eigentlich überhaupt kein Vergleich mit WoW. Ja, Tora, ich komme ja. Meine Güte, jetzt machen wir das hier. Seid gegrüßt, Heldin. Kommt ihr, um an der diesjährigen großen Jagd teilzunehmen? Aber natürlich. Sagt mir einfach, was ich tun soll und dann tretet beiseite. Jagt die wildesten Tiere, die ihr aufspüren könnt und holt euch Trophäen von ihnen. Die besten präsentiert ihr dann Ido, dem Gerber, um euren Wert zu beweisen. Wer die beste Trophäe hat und am tapfersten ist, wird zur großen Jagd eingeladen. Knut Weißbär meinte, die diesjährige Veranstaltung dürfte eine der gefährlichsten werden. Ich habe gehört, dass selbst die berühmte erste Galkin teilnehmen könnte. Ich freue mich darauf, beide zu beeindrucken, nachdem ich mir meinen Platz bei der Jagd verdient habe. So, geht auf die Jagd. Halt, nicht so schnell. Geht auf die Jagd und sammelt eine Trophäe von einem grausamen Eber, einem Eulengreifen-Patriarch oder einem Minotaurus-Bullen. Okay. Ja, das vermisse ich hier allerdings schon ein bisschen, dass man nicht so richtig angezeigt kriegt, wo denn dann die Quests zu erledigen sind. Aber eigentlich habe ich festgestellt, die sind schon immer in der Nähe. Also man muss ein bisschen suchen, aber man findet es normalerweise schon. Ja, so. Weißer Moa, Elch, Hirsch. Na super, wo sollen die denn sein? Und schon geht das Gesuche los. Kann ja aber eigentlich nur hier irgendwo sein, ne? Oder zeigt das jetzt hier dieser grüne Rahmen an, hier unten in der Karte? Moment, ich muss mal gucken. Nee, das kann eigentlich Schnitt sein, oder? Das wäre ja, na gut. Wir werden schon einen Gegner finden, den wir brauchen. Ich bin ganz dankbar, dass hier unten erst nur ein Spell ist. Da kann ich eigentlich nicht so viel falsch machen. So, mein Schneeleopard ist im Anschlag. Das ist schön. So, hallo? Wir brauchen eine Eule oder einen Eber oder einen Bullen. Oh, da ist was. Und gleich ein neues Event in der Nähe. Ja, Events sind irgendwie anscheinend hier so, ich weiß gar nicht, ne? So Quests, die man einfach
Ja, findet, wenn man in das Gebiet kommt. Hallo, hallo, hier. Hier, mein Freund. Ich klopp jetzt hier mal drauf. Auf der 6 habe ich Heilung oder sowas liegen. Das sehe ich schon. Okay. Huch. Sie dreht sich aber ganz schön schnell hier, die Dame. Okay, Event war erfolgreich. Und hier oben die Quest haben wir auch. Gut, dann können wir schon zurückfahren. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn jetzt mein Leopard? Da ist er. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wann es diese Folgen hier geben wird. Mal gucken. Eher ungeplant, sporadisch. Wahrscheinlich am Anfang logischerweise ein bisschen mehr. Ich will ja erstmal hier fröhlich spielen. Ja, mal schauen. Da lassen wir uns am besten alle mal überraschen. Und wie gesagt, das ist also, wir machen nur das Startgebiet. Seid mir gegrüßt. Ich bin der Lederer hier. Ido, mein Name. Ihr erlegt sie, ich stopf sie aus. Trinken, singen und prahlen. Herrlich, so ein guter, altmodischer Bierrat. Andere heben sich das Feiern für Feiertage auf. Aber ich sag immer, jeder Tag, den man am Leben ist, muss gefeiert werden. Hey, Knut, seht euch diese eindrucksvolle Trophäe an. Sie ist der großen Jagd würdig, sag ich. In der Tat. Ihr seid geübt genug, eure Beute zu besiegen und klug genug, ihre Geister zu verehren. Ihr habt es verdient, dieses Jahr an der großen Jagd teilzunehmen. Ich habe eigenhändig Isomir hierher gebracht, den mächtigen Wurm. Er wartet oben auf dem Plateau auf jemanden wie euch, der ihn zum Kampf fordert. Die große erste Galkin bewacht ihn, bis die Jagd beginnt. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr mit den anderen zum Plateau oberhalb des Tals ziehen. Dort werdet ihr euch Isomir stellen und ihn besiegen, wenn ihr könnt. Das kann ich und das werde ich. Dort wird meine Legende beginnen. Also die Norn sind auf jeden Fall ein Völkchen, das gerne trinkt, feiert und gern ein bisschen überheblich ist, scheint mir. So, mal gucken. Ja, gemeinsame Heilung auf der 6. Super. Okay, dann dann müssen wir jetzt wohl zu diesem komischen Wurm. Mal gucken hier. Ja, eindeutig hier. Ein Kriegsfeiervolk. Neues Event in der Nähe. Aha. Was für ein Event? Ist das hier? Breitet euch auf Isomir vor, indem ihr eure Kraft im Kampf mit den Bestien testet. Ist das hier gemeint? Ach Gott. Oh, und die zwei haben wir auch schon freigeschaltet. Spaltklinge werft 5 wirbelnde Äxte in einem Streumuster, die Feinden Blutungen zufügen. Okay, ich guck mal, ob das hier das Event ist. Huch, jetzt rollt sie sich los hier. Gott, oh Gott. Nee, das sieht aber mir irgendwie nicht so aus, als ob das das Event wäre. Dann würde das jetzt mit Sicherheit hier irgendwie auch angezeigt werden. Na gut. Aber dich nehmen wir trotzdem nochmal gerade mit. Ein bisschen einkämpfen ihr. Und hier haben wir schon bis des Winters. Werft eine Axt und fügt eurem Gegner Kühle zu. Der nächste Angriff eures Tiergefährten fügt Schwäche zu. Aha, okay, okay. Dann gehen wir mal, wo geht's denn hier lang? Also die Grafik ist ja schon gewaltig. Wo muss ich jetzt hin? Hallo, wer bist du? Sie bereiten die Jagdgründe immer noch vor. Hini ist den Bierrat. Die Tore werden sich bald öffnen. Muss ich jetzt hier rein? Nö, geht aber nicht. Oder muss ich da hinten hoch? Ja, schon fängt's an. Geht's hier irgendwie lang? Oder... Hä? Event war erfolgreich? Okay. Da scheint irgendwie sowas wie eine Instanz zu sein. Hm.
Nee, also hier bin ich, glaube ich, jetzt aber total falsch. Kann das sein? Ja, ihr verlasst den Tutorial-Bereich. Ja, ist ja gut. Ich gehe zurück. Nicht, dass die denken, ich wollte mich hier verpissen. Das wollen wir ja auch nicht. Da geht eine Treppe hoch. Habe ich die eben nicht gesehen? Du was? Ja, die Grafik ist schon der Hammer. Ah, da ist sie. Ja, gepriesen. Willkommen, Lyra Crown. Ich habe viel von euch gehört, Gutes wie auch weniger Gutes. Und dann noch ein paar Dinge, die ich einfach nicht glauben kann. Und jetzt haut sie einfach ab, das kann ich ja jetzt nicht glauben. Gut, dann gehen wir uns jetzt hier den Wurm holen, nehme ich an. Das kann man irgendwie... Ah ja, weg. Sieht mit dem Rudel. In den Augen des Wolfes sind wir alle Geschwister. Ich war mal eine Runde schwimmen mit dem anderen Charakter, den ich mir hier so ein bisschen zum Üben gemacht habe. Das ist ja der Hammer, das Wasser. Und dann spritzt hier das Wasser gegen die Scheibe. Also das haben sie richtig schön gemacht, haben sie das. So, jetzt wollen wir mal hier dem Wurm auf die Pelle rücken. Ich klicke einfach erstmal sinnlos irgendwas, nicht wahr? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich muss mal gucken, was der Leopard so treibt. Also der kämpft auf jeden Fall selbstständig. Das ist schön. Wo ist denn der große Eiswurm? Kommt der hier noch? Ja, ich muss mich busy konzentrieren. Ich weiß ja gar nicht so richtig, was ich hier machen soll. So. So, jetzt werde ich hier von hinten einfach angegriffen. Das sind ja ekelhafte Viecher. Die sehen so ein bisschen aus wie bei Alien. Ja, so. Okay, da ist auch noch einer. Kommt er von hinten? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja. Ja, dann mal angreifen hier, ne? Super, und schon liege ich im Dreck. Kann mir mal jemand hier ein bisschen vielleicht helfen? Ja, vergiss nicht die Kleinen. Ich muss mich hier erstmal sortieren, hör mal Mädchen. Da kannst du mir nicht was erzählen von vergiss nicht die Kleinen. Ja, das ist schön, dass er schwankt. Ja, cool. Das war's. Haha, ich hab's gar nicht richtig mitgekriegt. Ich bin hier noch ein bisschen überfordert. Was für eine Jagd. Ich habe von eurem Sieg gehört. Sehr beeindruckend. Danke, es war ein harter Kampf und ich bin auf meinen Anteil daran stolz. Ein hervorragender Beginn eurer Legende. Wisst ihr, viele Leute hier haben Probleme, die gelöst werden müssten, Bezwingerin. Jemand wie ihr könnte da eine große Hilfe sein. Wenn ihr eure Fertigkeiten nutzt, verfeinert ihr sie. Und eurem Ruf wird es sicher nicht schaden, wenn ihr anderen helft. Denkt an den Ruhm. Ich werde diesem Problem nachgehen und sie lösen. Dann sehen wir, wie meine Legende wächst. Alter, dann sehen wir, wie meine Legende wächst. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Ein Beil? Kriegshorn. Das ist für die Begleithand. Das ist für jede Hand. Okay. Kann ich nicht beides haben? Und was hat's hier gegeben? Lederbeutel. Okay, ich nehme mal das Beil.
nehmen. Okay, sprecht mit Speer an Agna. Okay, jetzt wollen wir erstmal gerade gucken. Achso, hier ist jetzt das Neue, das kann ich jetzt ausrüsten. Ach ja, und das habe ich auch schon mitgekriegt hier, also wenn man die Waffen wechselt, dann verändern sich zum Teil hier die Spells. Was ein bisschen verwirrend ist, aber okay. So, ja, Axt, und dann hatte ich doch eben noch einen Beutel auch bekommen. Ja, ausrüsten. Ah, okay. Mehr Platz ist mehr Platz ist mehr Platz. So. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Flamme und Frost, die Vergeltung. Was ist das jetzt hier? Was ist denn das hier? Könnt ihr mir sagen, was das ist? Was? Die Wachsamen sind auf einer Mission, eine Einrichtung der feurigen Allianz für Waffenversuche in den Wandererhügeln zu überfallen. Okay. Okay. Was ist hier noch? Andenkensammlerin. Ah, und jetzt haben wir hier die Gesamtkarte. Ich nehme mal an, das hier ist unsere Hauptstadt. Holbrak. Okay. Okay. Das hier sind die Wegmarken. Marken, Gottes Willen. Das sind Aussichtspunkte, genau. Und wenn man die freigeschaltet hat, dann füllen die sich aus. Also dann sind das ganz rote Dreiecke. Das habe ich auch schon mitgekriegt. So, hier ist auch noch ein Wegmarker. Waldläufer, Trainerin, Handelsposten. Das sieht mir aus wie so eine Auktionsgeschichte. Okay, okay. Da haben wir noch ein kleines Viereck. Eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Okay, ich nehme an, wenn man die hat, dann füllt sich das Viereck auch aus. Hier kriegt man Fertigkeitspunkte. Ah ja, und hier ist eine Speerin. Ja, bei den Speerinnen habe ich festgestellt, die sind doch relativ wichtig. Als ich angespielt habe, habe ich gedacht, ne, was ist das, ne, brauche ich nicht. Nee, nee, es macht schon Sinn, da hinzugehen, denn die decken das Gebiet weiter auf und dann sieht man, wo weitere Quests sind. Also, ich habe das schon so ein bisschen hier raus. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Dieses Tal ist heilig und gefährlich. Besucht die Schreine der Geister der Wildnis. Ihr werdet von unseren Gegnern und den Geistern selbst auf die Probe gestellt werden. Achtet auf außergewöhnliche Chancen, euren Mut zu beweisen. Ihr ehrt uns alle, indem ihr dies freiwillig tut. Okay, also hier gibt's eine Menge zu tun. Ihr habt weite Wege vor euch. Die Wegmarken der Asura sind Abkürzungen. Ihr müsst einen Obolus entrichten, doch dann holen sie euch schneller zu sich zurück, als der Rabe fliegen kann. Immer noch unbeeindruckt? Vielleicht seid ihr ja schlau genug, die vielen versteckten Herausforderungen Tyrias zu finden. Sie verbessern eure Fertigkeiten. So, jetzt wollen wir da mal gucken. Also hier gibt's auf jeden Fall eine Menge zu tun. Überall, wo diese Herzchen sind, wird auf jeden Fall unsere Hilfe gebraucht. Und wenn wir helfen konnten, dann wird auch das Herzchen ausgefüllt. Ja, so, mal gucken. Was ist das hier? Dankbarer Kaufmann. Okay, okay, okay. Ja, dann denke ich mal, gehen wir mal hier in Richtung von diesem Aussichtspunkt. Und gucken dann mal hier mit dem Geist des Raben, dass wir das zuerst machen können. Das versuchen wir aber auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, empfehlt mich weiter. Und bis dahin, eure Trin.